Ja, vor allem, bis wir Schafe haben, die werden jetzt von dem, was wir uns kaufen können, dann, also von den Kühen, Schafen und Ponys, Pferden, wären die Schafe jetzt die letzten, die ich kaufen würde, weil die Wolle einfach nicht so Mehr viel bringt. Meerschweinchen. Die Meerschweinchen. Das will meine Tochter, mein Meerschweinchen. Ich bin gänzlich abgeneigt, dieser Bitte nach. Okay. Also ich würde tatsächlich erstmal die 16 Pferde voll machen und danach gucken, was wir so an Kühen uns leisten können. Und dann mal schauen, was unser Konto generell sagt. Ob da... Nachvollziehbar. Mich wundert's, dass weder der Schwader noch die Ballenpresse hier runterrutschen am Hang. Weißt du, der Pflug, der tief in der Erde steckt, der rutscht hier rum, aber alle anderen Geräte nicht. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Ist mir jetzt aber bei meinem Spielstand auch passiert mit dem Flug. Okay. Ist aber auch gut eierig hier. Da hat man zu kämpfen ein bisschen. Was meine Bahn? Nee, das ganze Rumgeschaukel hier und schräg und bergauf und So, ja, die die Bahn Bi ist nicht gerade, die ich auch schon mache, die schwarz, weil der ist ja auch nicht wirklich gerade, ist am Ende von dem Richtig. Feld. Und dann kommt es auch, glaube ich, dazu, dass der Trecker vielleicht so ein bisschen auf dem Schwad aufsetzt. Ja, und das merkt man hier im Spiel tatsächlich. Das kann sein, ja. Also beim LS17 hast du das nicht gemerkt, wenn der aufsetzt. Hier habe ich das Gefühl, das gibt da so ein Feedback. Also das stimmt dann nicht mehr so alles, was du so eingibst an Lenkbefehlen und so, das übernimmt er nicht mehr so hundertprozentig. Ist gerade mein Eindruck. So, ich nehme mir noch mal ein kleines Stück, weil dann ist die Presse nämlich wieder leer. Ich klaue mir hier von hier noch mal so ein bisschen was. Ja, ich fange von der anderen Seite an, oder? Das ist mir egal. So, voll. Reicht schon. Da komm ich dir nicht da in die Quere. Alles gut, ich düse wieder ab. Ich schmeiß die beiden Ballen jetzt hier raus. Es waren irgendwie nur 30, 40 Liter oder so, die ich brauchte. Oh ja. So, dann hätten wir das doch schon mal erledigt. Die ersten Ballen sind im Kasten, die sammle ich dann auch gleich ein. Jetzt erstmal ganz gechillt hier in aller Ruhe die Presse wegfahren. Aufnahme läuft, nicht so wie vorhin. Ach ja, Chaos, Chaos, Chaos. Ich habe so richtig Bock, seit gestern eigentlich, seitdem ich mit meinem PC fertig war, habe ich mir gesagt, Alter, ey, morgen auf jeden Fall, sobald du die Zeit hast, Hauptfach zocken, hast du richtig Bock. Und irgendwie läuft heute nicht so. Ja, fängt langsam an, aber dann Mit ganz großen Schritten und so, meinst du? das wird schon. Ich wende das jetzt alles Rasenmäher, hier, gell? Schwader. Okay. Ja. Gut. Rasenmäher, Schwader. Ne, Wender, Schwader, Presse, Sammel. Wir müssen irgendwo, muss ja auch dieser. Der auf. Ja, obwohl. Ach. Wir finden schon einen Platz, wo der Auflieger hin kann. Den brauchen wir ja nicht so oft. Obwohl der eigentlich hier auch locker neben die Presse passen könnte. Egal, ich versuch's gar nicht erst. Geht sowieso in die Hose. Ich weiß es jetzt schon. Was geht in die Hose? Wenn ich jetzt versuche, die Presse so weit irgendwie nach links oder rechts rüber zu schieben, dass dann der Ballenanhänger damit reinpasst, dann stehe ich ein halbes Jahr später noch. Ist ja nicht so, dass wir keinen Platz hätten. Ist ein bisschen begrenzt, ne? Also, wir haben schon zwei An nee, ein Anhänger draußen stehen, den komischen Viehanhänger, wo ich Ja, keinen Platz gefunden habe. das ist ja auch schon eine eigene Halle, das Ding. Ich meine, wir haben halt oben am Haus, da stehen halt noch ein paar Dinger, wo wirklich noch Platz drin ist. Ist halt nur irgendwie ungünstig, dass das da oben alles steht dann. Nicht da unbedingt, wo man es braucht. Hätte man den Architekten mal Bescheid geben müssen, wie wir es brauchen. Aber das weiß man am Anfang nicht so ganz. Da, richtig. Ich habe eigentlich gedacht, dass tatsächlich, was ich hier in Hallen aufgestellt habe, doch erstmal reicht.
So, wo habe ich jetzt Autoload hingetan? Arbeitsstellung. Tatsächlich da, okay. Na, dann gönnen wir uns mal. Da ist schon der erste. Jetzt kommt gleich diese Ballensorte. Oder nimmt's auf und verschwindet. Nimmt auf und verschwindet. Ja, ich habe den Auflieger gemietet, den brauchen wir gar nicht wegstellen. Ich habe den gar nicht gekauft. Ja, okay, aber früher oder später wollen wir ja einen eigenen. Oh, Alter, 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 zu schnell, zu schnell, zu steil. Habe ich jetzt alle aufgenommen? Ja. Boah, Alter, wie du hier einfach im LKW das Gefühl hast, dass du gleich umkippst. So steil ist das hier. Es schwankt schon ein bisschen, ne? Boah, krass. Ja, vor allem, wenn die Ballen sich da jetzt bis ans Limit hochstapeln, könnte ich mir gut Oder vorstellen, dass du dich auf die Seite legst. Schwerpunkt liegt dann anders. 2,70 Meter höher als normal. Das. Jo, bergab gibt das hier aber richtig Kette. Ich finde, da merkt man auch im 19er richtig mit diesem Mod, wie Mit er der richtig schiebt. Motorbremse, ne? Alter, ja, ich stand eben voll auf der Bremse, der ist gar nicht langsamer geworden. Ja. Gemein wird es dann erst, wenn er schneller wird, wenn du bremst. Dann denkst du dir, oh mein Gott. Ja, so, jetzt haben wir 2, 4, 6, 8. Ja, 8, 16, 20 Ballen. Guck mal, so schnell hast du 20 Ballen gepresst. Nicht schlecht. 3, 6, 12. Nimm, was? Jetzt, ich bin gerade zu blöd zum Zählen. So, pass auf. 2, Heute 4, 6, reicht die 8, Befordert. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Ballen sogar. Mehr als wir wollten. So. Ja, nee, ich glaube, das ging nur für Holz. Ich habe nämlich die Tasten auch vorhin gefunden, wo man einstellen konnte, mit der Position und so weiter beim Abladen, aber ich glaube, das war nur fürs Holzautoload. Nein, auch die Beine. Auch die Ballen? Ja, Ja, ist mir die die kannst du Frage, ob so die um Anhänger das jetzt einverschieben. unterstützen oder ob das. Ich habe da so einen Anhänger, das kannst du mit der Maus. Da Okay. kannst du mit der Maus umeinander dich bewegen und das tut diesen Abladebereich. Je nachdem, wo du mit der Maus hingehst. Ja, bin jetzt mal gespannt. Dann versuche ich das jetzt mal schön hier gerade ins Regal zu kloppen. Das wird schon klappen, oder nicht? Wär richtig geil, wenn das klappt. Weil von der Länge her passt das nämlich gerade so rein. Mit dem Stapler, der da noch drin steht. Wobei der auch noch 3 Meter rüber könnte. Ich glaube, das kann man sogar so leicht schiebmäßig, wenn du parallel zu der Halle stehst. Draußen Jetzt kannst du ist nur die so wupp. Frage, mit welcher Taste war das? F1. Transportstellung, Arbeitsstellung. Ballen entladen, wäre Z. An dieser Stelle entladen. Ja, an welcher Stelle? Ich sehe nichts. Okay, komisch. Ach, doch hier, da mit der Maus. Ja, genau. Mit der Maus kannst du es ineinander bewegen, oder nicht? Du kannst sie genau, also der nimmt die mit, damit du gucken kannst, wie es aussieht. Genau. Und dann kannst du die da, kann ich die auch nochmal drehen? Nein, geht nur parallel zum Anhänger. Also so rechts, links, also Abstand zum Anhänger und die Höhe kannst du. Ja, Falls aber du mal. passt so. Und jetzt Ja. abladen. Und dann kannst du sagen, an dieser Geil, Stelle. richtig geil. Jetzt stehen die da schön trocken. Perfekt. Genau. Diesen Mod hatte ich auch bei mir. Das ist Der ist voll ja Hammer. mal mega geil. Ja. Ist das noch geiler als im 17er?
Ja. Gut, wobei da war es halt einfacher dazu, einfach diesen Trigger, den hast du gesehen, konntest du schön verschieben. Auch nur parallel zum Anhänger. Ja. Du kannst halt den auch noch in der Höhe, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Dach oder irgendwie sowas oder im Ja, habe ich zweiten gerade Stock gesehen. Ich hätte die oder. jetzt auch ins erste oder zweite Stock stellen können. Genau. Aber dann kommen wir da nicht mehr ran. Deswegen habe ich es jetzt auf den Boden abgestellt und dann ist das gut. Und wir haben den Stapler, ganz ehrlich, bei einem Ballen, der sowieso verfüttert wird, kann man auch mit einer Gabel reinfahren. Da brauche ich jetzt keinen Ballenspieß für. Das stimmt. Gemietete Fahrzeuge, Anhänger weg. Tschö. Okay, so, LKW wieder wegstellen. Der hat auch seinen Job gerade erledigt. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er hier irgendwie heute ziemlich laggy ist. Also fühlt sich so ein bisschen an beim Fahren, als hätte ich einen Ping von 80. Dabei ist er ganz normal, wie immer. Heftig. Gerade ein Peak von 17. 17. Ja. Ich habe 20, 25, so in dem Dreh. Aber meiner schwankt, der geht auch bis knapp unter 30, also Ja, knapp genau. unter 30. Über 30 ist eigentlich eher weniger. Nee, also über 30 nicht, aber knapp unter, so 28, 27. Dann geht er runter bis 17, 15. So, okay, dann du bist am Wenn, dann nehme ich mir den Schwader jetzt. Bin gleich fertig. Ich bin gerade in der letzten Okay. Bahn. Aber da kannst du schwaden, dann kann ich aufsammeln mit dem Ladewagen. Oder? Oder wie wollen wir Ja, das machen? genau. Schön mit dem Ladewagen und dann hinten ins Lager, ne? Du weißt ja, das mit dem dämlichen Ins Ballenlager. Große. Das ganz Große ist das, oder? Genau. Ah, oder in Nee, also unserer Ballen. in diesen Holzdingsbums da. In unsere super Ballenhalle. Richtig. Die keine Ballenhalle ist. Wäschelhalle. Sind die illegalen Arbeiter da drin? Die machen aus den kleinen Ballen wieder loses Material. Genau. Dafür wollen die auch noch extra Geld haben. Ist kaum zu glauben, ne? Eva, gleich. Das wurde innen abgeladen bei der Halle. Nee, draußen. Die Ballen musstest du, glaube ich. Ja, genau, bei den Ballen musstest du reinfahren. Ah, okay, aber draußen nimmt das los an. Genau. Bei diesen Gebläse, das ist da ja. Richtig, genau, da ist auch das Gitter zum Abkippen. Alter, war das Augenmaß. War das ein perfektes Augenmaß gerade. Alter Falter. Führen. Mit der Bahn treffen, weil das da hinten nicht ganz gerade war. Und Ach ich habe so, dann einfach ja. per Auge angesetzt und habe aber mega gut getroffen gerade. Nein, nein, nicht liegen. Egal. Ich muss mir angewöhnen, mein Lenkrad gerade zu stellen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kacke hier. Einmal richtig. Wie schnell fährst du? 16, 17, Ich fahre 16, 17, 18. 17. Bin ich sogar ein bisschen schneller. Perfekt. Ja, das. Da ich allerdings zweimal fahre für das Stück, was du einmal fährst, bist du im Moment noch schneller als ich. Ja. Aber dafür musst du auch gleich wieder los abladen. Schon wieder steht mein Lenkrad komplett in irgendeine Richtung gedreht, wo ich nicht weiß, in welche.
Warum machst du Zum. sowas? Ich weiß es nicht. 45% voll. Jetzt schon. Ja. Das geht ja ziemlich gut. Ja, okay, das waren zwei Schwaden in einer, oder? Ja. Aber dennoch ist das weniger, als ich erwartet hätte. Also mehr, als ich erwartet hätte für eine Bahn jetzt. Weniger Kapazität. Ach, keine Ahnung. Ja, Vergiss das weniger einfach. ich riech, wie du denkst. Das ist gut.